Okay, ihr Lieben. Los geht's. Weiter die Geschichte. Der letzte Teil, den wir lesen aus Joachim Nettelbecks abenteuerlicher Lebensgeschichte. Unverhofftes Zusammentreffen. Während wir noch vor diesem Platze verweilten, kam eines Tages ein holländisches Schiff auf der Reede vor Anker, welches sofort auch die Notflagge wehen ließ und mehrere Notschüsse abfeuerte. Von allen anwesenden Schiffen konnte indessen nichts zu dessen Beistande geschehen, da unsere sämtlichen Kapitäne mit den Schaluppen an Land gegangen waren und wir Steuerleute kein anderes Boot zur Verfügung hatten. Doch bald sahen wir, dass vom Fort ein Kanot mit 4 Afrikanern eiligst nach dem notleidenden Schiffe ruderte und auch nach Verlauf einer Stunde von dort wieder zurückkehrte. 2 Stunden später kam dies nämliche Kanot geradewegs zu mir. Es brachte mir den schriftlichen Befehl des Gouverneurs, mit diesen Eingeborenen zu ihm an Land zu fahren. Ich befolgte diese Weisung. In dem großen Saal fand ich die nämliche Versammlung, von welcher ich unlängst vor Gericht gestanden, an der Tafel bei einem fröhlichen Mittagsmahl sitzen. Als mich Kapitän Harme sah, sprang er auf und fragte im rauen Tone, was ich am Lande zu schaffen hätte. Statt der Antwort überreichte ich ihm das von seiner Edelheit dem Gouverneur erhaltene Billet. Gleichzeitig fragte ich den Gouverneur, was zu seinem Befehl stände. Da ist soeben der Kapitän Sandleven von Wisslingen angelangt und befindet sich in äußerster Drangsal, hub er an. Er selbst liegt krank im Bett. Seine Steuerleute sind tot. Er hat dabei beinahe 100 Sklaven an Bord. Seine Not und Verlegenheit ist dermaßen groß, dass er hat eilen müssen, diese Station zu erreichen. Er will von den hier liegenden Schiffen einen Steuermann erlangen, der die Führung des Schiffes übernehmen möchte. Ich und die übrigen Herren Kapitäne haben euch, mein lieber Nettelbeck, zu diesem Posten ausersehen. Bevor noch der Gouverneur geendet hatte, begann schon mein Kapitän dagegen aus allen Kräften zu protestieren. Die übrigen Anwesenden waren bemüht, ihn zurückzuhalten. Zuletzt wandte er sich ganz wütend gegen mich und gebot mir, Nettelbeck, ihr verfügt euch stehenden Fußes auf mein Schiff zurück und verseht den Dienst an Bord. Ich will und befehle es. Dem musste allerdings gehorcht werden. Ich wandte mich ruhig um und ging hinaus. Kaum war ich aus der Türe, als einer von den Kapitänen hinter mir herkam und mich fragte, ich bitte euch um alles. Ihr heißt Nettelbeck? Ich bejahte. Nun fuhr jener noch angelegentlicher fort. Und seid ihr ein Kolberger? Wohnt nicht euer Vater dort am Markte? Und habt ihr nicht eine Schwester, die an einem Fuße hinkt? Ich bejahte wiederum mit zunehmender Verwunderung. Nun denn, setzte er hinzu, so müsst ihr ja auch einen Bruder in Königsberg haben, der ein Schiff für eigene Rechnung fährt. Der werde ich wohl selbst gewesen sein, war meine Antwort. Wie? Nicht möglich? Ihr selbst? Nun denn, umso weniger. Er unterbrach sich und zog mich stürmisch in das eben verlassene Zimmer zurück. Ich wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Er wandte sich an Kapitän Hamel, umfing ihn freundlich und redete ihm schmeichelnd zu. Nicht wahr, lieber alter Freund, ihr gebt meinem und unseren aller Drängen nach und überlasst diesen wackeren Mann an Sendleven? Denn ich will's euch nur sagen, für alles, was Nettelbeck heißt, lass ich Leib und Leben. Ich will euch für ihn einen meiner eigenen Steuerleute, einen erfahrenen Matrosen obendrein an Bord geben. Top! Auch die anderen umringten den zornigen Menschen und redeten so lange und eifrig auf ihn ein, bis er mir endlich halb über die Achsel entgegenbrummte, so geht denn meinetwegen zum Teufel. Das war und blieb mein Abschied. Der Mann, der mir so geflissentlich das Wort geredet hatte, wollte mich sofort zu Kapitän Sandleven an Bord bringen. Unterwegs bat ich meinen freundlichen Begleiter, mir doch zu erklären, woher er eine so genaue Kenntnis meiner Familie habe und wie er überhaupt dazu komme, einen so warmen und freundschaftlichen Anteil an mir zu nehmen. Nun, erwiderte er lächelnd, das wird euch weiter nicht wundern, wenn ihr hört, was ich euch zu erzählen habe. Im Jahre 1764 fuhr ich als Steuermann auf einem holländischen Schiffe und hatte in der herbesten Jahreszeit zwischen Weihnachten und Neujahr das Missgeschick, eine Weile von Kolberg zu stranden und kaum das nackte Leben zu bergen. Des nächsten Tages kam euer Vater zufällig in das Dorf und in die armselige Bauernhütte, wohin ich und meine Unglücksgefährten geflüchtet waren. Die hellen Tränen traten ihm bei unserem Anblick ins Auge. Insonderheit
richtete er seine Aufmerksamkeit auf mich. Er fragte mich über meine Umstände aus und erbot sich auf der Stelle, mich mit nach Kolberg zu nehmen und für mein weiteres Unterkommen zu sorgen. Er habe auch zwei Söhne auf der See und Gott wisse, wo und wie auch sie die Hilfe mitleidiger Seelen bedürfen könnten. Vor der Hand könne er zwar nur mich allein mitnehmen, allein auch für die übrig gebliebenen soll baldigst Rat geschafft werden. So kam ich, fuhr er fort, nach Kolberg in euer väterliches Haus, wo ich an eures Vaters, Mutter und Schwester Seite gesessen, getrunken und tausendfache Liebe und Güte genossen habe. Eure Schwester versorgte mich mit Wäsche. Meine kleinsten Wünsche wurden erfüllt. Und so erhielt ich von liebreichenden Händen meine volle Verpflegung bis über Ostern hinaus, wo sich endlich eine Gelegenheit fand, wieder nach der Heimat zurückzukehren. Aber auch da noch steckte mir euer Vater einen holländischen Dukaten zum Reisegeld in die Hand und eure Mutter tat hinter seinem Rücken mit zwei preußischen Talern das Nämliche. Oft genug erzählten mir beide von ihrem wackeren Sohne in Königsberg. Und ich hinwiederum vertraute ihnen, dass ich ein preußisches Landeskind und aus Neuwarp in Vorpommern gebürtig sei, dass ich Karl Friedrich Mick heiße und mich aus Furcht vor dem Soldatenstande außer Landes gewandt habe. Seit jener Zeit habe ich nun immer darauf gesonnen, wie so viel Liebe und Güte zu vergelten wäre. Ich hatte nicht gedacht, dass ich mir hier an der Küste von Afrika eine so erwünschte Gelegenheit auftun sollte. Inzwischen waren wir an Bord des Kapitäns Sandleven angelangt. Wir fanden ihn bettlägerig und in elender Verfassung. Mein Begleiter stellte mich als denjenigen vor, der ihm bei der Führung seines Schiffes und seiner Geschäfte behilflich sein sollte und auf den er sich in allen Fällen verlassen könnte. Der gute Mann hieß mich von ganzem Herzen willkommen. Alsbald übergab er mir das völlige Kommando an Bord und ließ mich in seine Papiere und Geschäfte Einsicht nehmen, damit hier alles wieder mit seinem neuen Geist und Lehrer hergestellt wurde. Mir selbst war zumute, als sei ich aus der Hölle in den Himmel gekommen. Nach Beratschlagung mit meinem Kapitän wandten wir das Schiff wiederum gegen die westlich gelegenen Punkte, um unsere Ladung durch fortgesetzten Handel zu vervollständigen. Das beschäftigte uns bis in den September hinein. In dieser Zeit erholte sich der gute Mann zu meiner nicht geringen Freude merklich und konnte endlich wieder auf dem Verdeck erscheinen. Ich wollte nun mit dem Boote nach dem 6 Meilen von uns entfernten holländischen Fort Boutroux gehen, wo ich mir gleichfalls einigen Handel versprach. Auf dem Weg dahin näherte sich mir in einem Boote, das zu einem kürzlich an der Küste angelagerten Schiffe gehören musste, näherte ich mich einem Boote. Ich fragte nach Neuigkeiten. Kaum aber war das Gespräch angeknüpft, so erkannte ich in seinem Führer den nämlichen Steuermann Peters, der uns im vorigen Herbst mit der französischen Prise so unerwartet bei Nacht und Nebel davongegangen war. Auch er erkannte mich sofort. Wir hatten viel zu fragen und zu antworten. Er erzählte mir unter anderem, dass das von uns damals aufgefundene Schiff samt der Ladung gerichtlich zum Verkauf gestellt und aus beiden ein Wert von 99.000 holländischen Gulden gelöst worden sei. Von dieser bedeutenden Summe kamen nach den holländischen Seerechten 2/3 den französischen Eigentümern, 1/3 aber dem Schiffsvolke der Christina zu. Umgekehrt wäre das Verhältnis gewesen, wenn sich jener Hund nicht mehr als Wächter auf dem Schiffe befunden hätte. Dann hätte es nämlich als völlig herrenlos gegolten. Hieraus ist zu ersehen, was für eine sonderbare Gerechtigkeit die Seegesetze selbst einem Hunde einräumen. Dieser verdiente seinen Herrn durch sein Bellen seine 32.000 Gulden. Das Drittel, welches unserem Schiffe zufiel, kam zur Hälfte wiederum den Reedern zugute, die andere Hälfte hingegen dem Schiffsvolke nach Maßgabe der Monatsgage, die jeder zu empfangen hatte. Von Peters aber habe ich nur noch zu erzählen, dass er auf dem Schiffe des nämlichen Handelshauses Rochus und Kopstedt als Obersteuermann unter Kapitän Schleuß angestellt worden war. Das Schiff lag jetzt bei Kap Monte. Er selbst aber war mit dem Postsack auf dem Wege nach St. George de la Mina. Einige Tage nachher traf ich in Boutroux ein. Ich konnte dort aber nichts Tüchtiges schaffen. Überall war für diesen Augenblick im Handel bereits aufgeräumt. Als ich nach unserem Hauptfort zurückkehrte, waren die meisten Schiffe von dort nach Amerika in See gegangen. Es blieb uns daher nur übrig, uns für die Reise mit Trinkwasser und Brennholz zu versehen und diesem Beispiel ungesäumt zu folgen. Als ich mich bei dieser Gelegenheit mit meinen Leuten an Land befand, kam ich auch zu einem Kompanie-Afrikaner, der Franz hieß und dessen Bekanntschaft ich unlängst gemacht hatte.
Hinter seiner Hütte hatte dieser Mensch eine Art von Gärtchen angelegt. Mir fiel auf, dass er sich zum Öfteren dorthin begab, um mit sichtbarer Sorgfalt an einem Schirm von Bastmatten zu drehen und zu stellen. Meine Neugier erwachte. Ich ging ihm nach und fragte, was er für einen seltsamen Schatz hinter dem Schirm hüte. »Jawohl, einen Schatz«, war seine Antwort. »Ein rares vaterländisches«, er meinte damit holländisches, »Gewächs.« Nun erwartete ich wenigstens ein Beet mit dem teuersten Haarlemer Blumenzwiebeln vorzufinden. »Ei, Franz, das sind ja aber ganz gewöhnliche Grünkohlpflanzen. Und aus den 5 oder 6 Dingern, da wirst du schwerlich auch einmal ein Gericht zusammenbringen. Nun, wer sagt denn auch, dass ich sie essen will? Es ist ja nur der Rarität wegen. Und dicht neben dieser vaterländischen Rarität lagen Zitronen und Limonen zu Dutzenden im Grase und verfaulten, ohne dass es jemand der Mühe wert gehalten hätte, sie aufzulesen. So verschieden sind die Begriffe von Wert oder Unwert, die wir auf dergleichen Sachen zu legen geneigt sind.« Auf dem Sklavenschiff. Anfang Oktober endlich verließen wir die afrikanische Küste, um unserer Bestimmung zufolge den Markt von Surinam aufzusuchen. Zur Beschleunigung der Fahrt wandten wir uns erst südlich, um die gewöhnlichen südöstlichen Passatwinde zu gewinnen. Die Krankheiten und die Sterblichkeit, welche unter den Sklaven bei zu langer Dauer der Überfahrt nur zu gewöhnlich einzureisen pflegen, machen eine Abkürzung der Reise wünschenswert. Unsere Ladung bestand aus 236 Männern und 189 Frauen, Mädchen und Jungen. Dass diese Unglücklichen den Tag in 2 Behältnissen vorn im Schiffe zubringen, habe ich schon erzählt. Vor der Plankenwand, die diese Behältnisse trennen, stehen 2 Kanonen mit der Mündung gegen die Abteilung der Männer gerichtet. Gleich im Anfang werden sie im Beisein der Sklaven mit Kugeln und Kartätschen geladen. Man macht ihnen auch die mörderische Wirkung der Schüsse durch Abfeuern auf einige nahe und entfernte Gegenstände begreiflich. Heimlich aber werden nachher die Kugeln und Kartätschen wieder herausgezogen und die Stücke stattdessen mit Grütze geladen, damit es im schlimmsten Falle nicht gleich das Leben gelte, denn die Kerle haben ja Geld gekostet. Die Weiber und die Unmündigen haben 3 Tage ihren Aufenthalt hinter der Wand auf dem halben Deck. Allen ohne Ausnahme wird des Morgens etwa um 10 Uhr das Essen gereicht. Je 10 empfangen einen hölzernen Eimer voll Gerstengraupen. Die Stelle, wohin sich jede solcher Tischgesellschaften setzen muss, ist durch einen eingeschlagenen großköpfigen Nagel genau bezeichnet. Alles sitzt um das Gefäß mit Grütze, welche mit Salz, Pfeffer und etwas Palmöl durchgerührt ist. Doch keiner langt früher zu, als bis durch den lauten Schlag auf ein Brett das Zeichen gegeben worden ist. Bei jedem Schlage wird gerufen, Schuckler, Schuckler, Schuckler. Den 3. Ruf erwidern sie alle durch ein gellendes Hurra. Und nun holt sich der 1. seine Handvoll aus dem Eimer, dem der 2., 3. und so fort in gemessener Ordnung folgen. Ist der Eimer leer, so wird er mit Seewasser gefüllt, damit sie sich Mund, Brust und Hände abwaschen. Zum Abtrocknen gibt man ihnen ein Ende aufgerissenes Tau, Schwabber genannt. Danach ziehen sie paarweise zu der Süßwassertonne, wo ein Matrose jedem ein Gemäß, etwa 1/2 Quart enthalten, reicht, um ihren Durst zu stillen. Nach der Mahlzeit und nachdem das Verdeck mit Seewasser angefeuchtet worden ist, kauert sich das ganze Völkchen reihenweise und dicht nebeneinander nieder. Jeder bekommt einen holländischen Ziegelstein, Mopstein, in die Hand, womit sie das Verdeck nach dem Takte und von vorn nach hinten scheuern. Unaufhörlich wird ihnen dabei Seewasser über die Köpfe und auf das Verdeck gegossen. Diese etwas anstrengende Übung währt gegen 2 Stunden und hat bloß den Zweck, sie zu beschäftigen, ihnen Bewegung zu verschaffen und sie desto gesünder zu erhalten. Darauf müssen sie in dichte Haufen zusammenstellen und noch dichtere Wassergüsse strömen auf sie herab, um sie zu erfrischen und abzukühlen. Dies ist ihnen eine wahre Lust, sie jauchzen dabei vor Freude. In der brennend schwülen Sonnenhitze, der sie ohne alle Bedeckung den ganzen Tag ausgesetzt sind, muss es ihnen auch wirklich für eine wahre Erquickung gelten. Noch mehr aber freuen sie sich, wenn danach einige Eimer halb mit frischem Wasser angefüllt und mit Zitronensaft, Branntwein und Palmöl durchgerührt aufs Verdeck gesetzt werden. Mit diesem Gemisch waschen sie sich den ganzen Leib und reiben ihn ein, weil sonst das scharf gesalzene Seewasser die Haut zu hart angreifen würde. Für die männlichen Sklaven sind ein paar besonders lustige und pfiffige Matrosen ausgewählt, welche für ihren Zeitvertreib zu sorgen und sie durch allerlei Spiele zu unterhalten haben. Dabei werden auch Tabakblätter an sie verteilt, welche
in lauter kleine Fetzen zerrissen, als Spielmarken dienen und ihre Gewinnsucht reizen. Aus gleichen Gründen erhalten die Weiber allerlei Korallen, Nadeln, Bandenden und bunte Läppchen. Und auch hier wird alles aufgeboten, um keine schwermütigen Gedanken in ihnen aufkommen zu lassen. Spiel, Possen und Gelärm währen bis um 3 Uhr nachmittags fort, wo eine zweite Mahlzeit eingenommen wird. Diesmal gibt es große Saubohnen, welche zu einem dicken Brei gedrückt und gleichfalls mit Salz, Pfeffer und Palmöl gewürzt sind. Die Art der Abspeisung, des Waschens, Trinkens und Abräumens bleibt aber die nämliche. Nur wird mit allem noch mehr geeilt, weil unmittelbar darauf die Trommel zum lustigen Tanze gerührt wird. Alles ist dann wie elektrisiert. Das Entzücken spricht aus jedem Blicke. Der ganze Körper gerät in Bewegung und Verrenkungen, Sprünge und Posituren kommen zum Vorschein, dass man ein losgelassenes Tollhaus vor sich zu sehen glaubt. Die Weiber und Mädchen sind indes am versessensten auf dieses Vergnügen. Um die Lust noch zu mehren, springen mitunter selbst der Kapitän, die Steuerleute und die Matrosen mit den leidlichsten von ihnen herum, sei es auch nur, damit die schwarze Ware desto frischer und munterer an ihren Bestimmungsort gelangt. Gegen 5 Uhr geht der Ball endlich aus. Wer sich dabei am meisten angestrengt hat, empfängt wohl noch einen Trunk Wasser zu seiner Labung. Wenn sich dann die Sonne zum Untergang neigt, heißt es, macht euch fertig zum Schlafen unter Deck. Dann sondert sich alles nach Geschlecht und Alter in die ihnen unter dem Verdeck angewiesenen Räume. Voran gehen 2 Matrosen und hinterdrein ein Steuermann. Sie haben 8, dass die nötige Ordnung genau beobachtet werde. Der Raum ist nämlich dermaßen eng bemessen, dass sie schier wie die Heringe zusammengeschichtet liegen. Damit die Hitze dort unten nicht bis zum Ersticken steigt, sind die Luken mit Gitterwerk versehen, um frische Luft zur Abkühlung einzulassen. Eine Leiter führt zu einer Öffnung in diesem Gitter, die gerade nur weit genug ist, dass 2 Menschen passieren können. Ein Matrose hält mit blankem Haumesser die ganze Nacht die Wache. Er lässt immer nur paarweise aus und ein, was durch irgendein Bedürfnis hervorgetrieben wird. Da jedoch die Rückkehrenden ihre Schlafstelle selten so geräumig wiederfinden, wie sie verlassen haben, so nehmen Lärm und Gezänk die ganze Nacht kein Ende. Noch unruhiger geht es begreiflicherweise bei den Weibern und Kindern zu. Gewöhnlich muss zuletzt noch die Peitsche den Frieden wiederherstellen. Aus Gründen, auf die ich hier nicht näher einzugehen ist, werden meistenteils 6 bis 8 junge Afrikanerinnen von hübscher Figur zur Aufwartung in der